at this range. Still pissed? Nah, but I do have to kill you. Part of the job, you know. Commando in your hold. He's armed and extremely dangerous. This is Black Widow. Do not engage GDI Commando. Black Widow? They eat their mates. Perfect. Yep. She's pissed. Und damit willkommen zurück zu Renegade. So, jetzt sind wir am Strand. Schnell hoch zu den Offizieren. Vorzüge diesmal auch noch eine größere Waffe. Weil sonst kriegen wir unendlich viel Verstärkung. Ich verballe hier so viel Munition. Könnt ihr euch vorstellen. Reicht auch. Jetzt sammeln wir noch ein paar Sachen ein. Na, wo sind die Noddies? So, zack, zack. Alles gesammelt. Ich komme nicht mehr hoch. Nein! Ach doch, hier gibt's noch einen. Ah, Glück gehabt. Rüstung. Die Zeit nehmen wir uns auch. Ja, die Offiziere sind hier ein Krampf. Hier sind wirklich ein Krampf hier. Das war auch mal mein Fehler, dass ich hier zu lange gekämpft habe. Die drei fordern so viel Verstärkung an. Deswegen rennt hier schnell hoch, erlegt die beiden, besser gesagt die drei. Und es ist echt merkwürdig, dass die Minigun hier nicht so viel zieht. Na gut, mach mit der Pistole weiter. Ja, genau. Immer reinhalten. Ob ihr trefft oder nicht, ist völlig egal. Wir nehmen zum Schaden. Da ist eine Bazooka dran. So, ich müssen wir auf die Jagd gehen. Es sind auch, glaube ich, wieder drei Offiziere am Strand. Die Stelle habe ich immer gehasst. Weil einer davon meinte, sich mal verstecken zu müssen. Und dann musste ich jagen zwischen den ganzen Leuten. Da kommt Freude auf. Das meine ich. Das ist Nummer eins.
kannst du dich konzentrieren hier. Kein Fixpunkt auf einen. Das seht ihr ja, was am Verstärken hier kommt. Okay, harte Waffen. Problem, sie kommen halt hier nicht weg. Ja, schon hardcore, nur mit einer Pistole rumzuballern. Gibt natürlich wieder viele Trefferquoten für unser Konto. Der ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Wo ist die andere Sam-Side? Ich sehe das kleine Ding. Da ist er. Seht ihr, das meine ich. Soldaten. Ich hoffe, meine Verstärkung, die schafft das auch hier. Die stellen sich manchmal richtig dämlich an. Na ja, Schild, ich kann es gebrauchen. Flame Trooper. Das hier fertig machen. Schauen wir nach Rüstung, Energie allgemein. Haben wir. Zerstört. Da hinten kommen wir sowieso nicht rein. Nochmal speichern. Ging eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich habe es viel schlimmer in Erinnerung. Das Gunboot kann man ein bisschen Arbeit machen hier. Aber anscheinend ist das nur zum Rumschippern gedacht. Wo ist das Ding schon wieder? Da schippert das hier rum. So, wir gehen erst zum nächsten Punkt hin. Bevor wir da reingehen. Sonst heult er hier rum. Wir werden beschossen. Ui. Ja, Moment mal, erst muss ich die Leute erledigen, dann... Der macht einen Stress hier, ne? So einfach wie die da durchmarschieren, kann ich natürlich nicht durchlaufen. Oh. Ja, wo ist denn diese verdammte Verstärkung? Da ist er ja. Erledigt. Jetzt können wir auch ganz in Ruhe da unten hingehen. Oh, 10 Bomber. Bisschen Support. Machen wir aber gleich. Ja, treff sich. Ah, die Treffgenauigkeit von denen ist einfach eine Katastrophe. Ich hatte auch schon mal gehabt, hat eine Rakete genau hier reingeschossen. Zum Glück hat er mich nicht getötet. Dementsprechend habe ich mich gerecht und habe alles an Raketen auf den drauf geschossen. Wo gehen wir lang? Gehen wir vorne in die Basis rein oder gehen wir jetzt von hinten rein? Ich habe davon noch gesprochen. Und die Rakete hat mich getroffen. Ich bin es eigentlich gewohnt, immer nur von hinten da reinzugehen. Machen wir auch so.
Normalerweise würde unser Radar auch gestört werden. Aber mit der Mod ist das irgendwie ausgestellt oder funktioniert nicht richtig. Wir würden jetzt quasi gar nicht sehen. Das ist aber auch schon ordentlich, was hier los ist. Warning. Localized radar jamming detected. Ja, es bringt. Sieht man nichts von. Ist es nämlich. Natürlich kannst du hinten nicht drauf gehen und musst genau gerade hier drauf. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Offiziere suchen. Weil auch hier unendlich viele Leute, die spawnen. Müssen wir mal gucken, wo die. Da ist er. Einmal hier hochgehen. Ja, Bazooka. Manchmal waren die auch so kulant, da sind sie hier hochgeklettert. Aber diese Kulanz ist leider nicht mehr vorhanden. Ich will natürlich erstmal speichern, bevor ich hier irgendwas weitermache. Genau deswegen. Klamotten. Erstmal das Kommunikationszentrum ausschalten. Ich hoffe, es hat sich noch so richtig an Erinnerung. Oh mein Gott, hab ich ein Glück gehabt. Ah, wie geil. Lasst den Sammler in Ruhe. Der tut euch nichts. Sind hier schon die Decken-MGs mit bei? Ah, zum Glück noch nicht. Offiziere ohne Ende wieder. Oh, danke für. Ach, keine Rüstung, schade. Doch, Decken in Gieß. Ich hab mich voll vertan. Ach du Schande, das wird lustig. Aber die sind noch harmlos. Die sind noch harmlos. GDI. Let me see. Captain Parker. Codename Havoc. How cliche. Mm-hmm. Okay, man hätte doch Waffe nehmen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo die ganzen Sachen nochmal waren. Ich sehe leider nicht, ob ich eine Karte bekommen habe. Okay, habe ich auch noch nicht. Ja, die Tiberium-Raffinerie. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ein bisschen Heilung. Immer gut. Weichen aber mal. Wir werden uns noch mal ein bisschen ausrüsten, bevor wir da reingehen. Hoffe, da war noch was drin. Ist hier nichts. Ah, Rüstung, wichtig. Gut, dass wir die nicht genommen haben.
Alter, da war auch noch einer. Gar nicht gesehen. Gucken. Zwei auf einmal, sehr schön. Mal nicht die Karte. Oh, versteckt euch noch. Na? Ja, was soll ich da drin? Da gibt es nichts Besonderes, was man jetzt da nachgucken müsste. Könnte dann das Gebäude in die Luft jagen, weil dahinter sind auch die Steuerungsanlage. Ob wir das Gebäude schnell zerstören können, nur wozu zerstören? Es bringt uns nichts. Mal aus das Gebäude hier. Wenn wir das zerstören würde, hättet ihr wieder Radar. Würde die klassische Variante spielen ohne Mod. Aber jetzt in der Mod, ihr seht ja, was auf der Karte los ist, deswegen es lohnt sich kein Gebäude zu zerstören. Naja, jetzt warten wir erstmal ab. Ein Offizier, muss auch eine Karte haben. Jetzt die gelbe Karte. Erst hacken, dann zerstören. Flight data download complete. That should do it. The flight plan indicates the aircraft recently passed this location and is heading toward the mainland. Okay, ist ein bisschen früh. Wo ist sie denn? Komm her, Sakura. Havoc, I'm picking up a submarine adjacent to the dockyards beyond this base facility. Find a way to get on board. Get off that island before it blows. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Ganz easy zu besiegen, dieser Kura. Unstable seismic activity detected. All personnel evacuated. So, haben wir aufgerüstet. Warum müsste so ein Hampel mal rumstehen? Dann kapern wir mal ein U-Boot und dann sind wir auch weg. Da ist das gute Stück. Bevor mich der Typ hier überrascht. Ja, sind wir schon da. Ja, 197 Kopfschüsse, perfekt. So kann man auch vorgehen. Jo. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.